Ich gehe in den Garten, die Arbeit. So, die Bestellung von Rühlemanns, von den Kräutern, ist angekommen. Das heißt, ich habe ja 5 Pflanzen bekommen. Und ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was es ist. Bei dem weiß ich noch, dass es der Szechuan-Pfeffer ist. Ja? Szechuan-Pfeffer. Die Pflanzen sind alle winterhart. Wobei, bei dem Pfeffer kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, aber sie sind ausgewiesen als winterhart und von daher werde ich sie auch alle sozusagen so behandeln und werde sehen, was überlebt. Also, das ist einmal der Szechuan-Pfeffer oder Szechuan-Pfeffer oder wie auch immer. Dann haben wir hier Sedania. Das ist was sehr, sehr lecker schmeckt, was die Blätter sehr, was mir einfach gut schmeckt und das will ich einfach mal schauen, ob ich das auch über lange Zeit behalten kann. So. Dann haben wir, was ist das? Das ist Gauben. Alles, wie gesagt, winterhart. Gauben. Gauben halt. Schmeckt, glaube ich, ganz gut oder so. Keine Ahnung. Habe es mir bestellt irgendwann. So. Was haben wir hier? Ewiger Kohl, genau. Das ist ein Kohl, der sozusagen jedes Jahr kommt. Und wo du halt nicht immer neue reinmachen musst, sondern der halt jeden Tag aufs Neue kommt. Was? Ja, passt. Ach so, nee, das habe ich nicht gesehen. Bayern-Dortmund. Ah, schön. Und Bielefeld schlummert sich dann ins Finale. Was? Wer? Ach so, ja, das ist ja klar dann. Naja. So ist es. So. Gut, jetzt sind wir beim kriechenden Sellerie. Das ist ein Sellerie, der kriecht oder so. Keine Ahnung. Und das sind auf jeden Fall die 5 Pflanzen. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, wo ich die einpflanze. So, und jetzt werde ich das Winterquartier beenden und werde quasi die Pflanzen, die nicht winterhart sind, rausstellen. Weil das Wetter scheint ganz gut zu sein und jo. Und das wäre einmal die... Ach, das zeige ich euch dann, wenn sie draußen stehen. So, jetzt geht es weiter mit dem Baum. Alle Tage wieder. Jetzt werde ich die Wurzeln, die großen Wurzeln hier abschneiden. Und zwar mit der Pendelhubsäge. Damit ich das Ding dann auch endlich mal bewegen kann. So, jetzt haben wir schon fast draußen. Es sind bloß noch ein paar Wurzeln. Und nachher mache ich dann noch ein kurzes Video, wenn es fertig ist. Ja, der Baum ist jetzt Geschichte, ist raus. Ich werde dann das nächste Mal das Loch dann noch zumachen und das ist das Einzige, was ich sozusagen jetzt, was zu groß ist, um zu verbrennen, dieser Stumpf. Den werde ich erstmal irgendwo hinstellen und mir dann Gedanken machen, was ich damit mache. Und hier kommt dann ein neuer Baum rein. Und da informiere ich mich erstmal ganz genau, was ich da für einen Baum reinmache. Ob das jetzt ein neuer, schöner Apfelbaum wird oder ein anderer Baum, weiß ich nicht. Was anderes, die 5 Pflanzen, die ich sozusagen bestellt habe bei Rühlemanns, die hier, die werde ich jetzt noch nicht einpflanzen, wie ich gedacht habe, sondern ich werde mich erstmal informieren, inwieweit, was die für den Standort brauchen. Und das werde ich erst zu Hause gucken und dann werde ich die einpflanzen, ne? Weil ich die möglichst auch lange haben will. Genau, das war's. So, jetzt schauen wir mal wieder, was im Hochbeet abgeht. Quatsch, im Hochbeet, im Frühbeet. So. Ja, das ist jetzt halt alles. Ich werde jetzt nochmal alles gießen, aber hier ist was relativ groß. Ich weiß nicht, ob das ein Salat ist oder was. Ja, die Möhre ist da hinten, Radieschen sowieso, ja, gibt es nichts Spektakuläres. Außer, dass die Brokkoli und der Spitzkohl sozusagen jetzt ordentlich hinten anwachsen, die ich vorhin mal reingetan habe. Ansonsten die Salate kommen jetzt auch alle. Jo, sieht ganz gut aus. So, und jetzt habe ich die Pflanzen, die ich überwintert habe, die habe ich jetzt schon mal rausgestellt, weil ich denke, dass jetzt eigentlich ja, keine Minusgrade mehr kommen. Und von daher, die Ashitaba, die hat sehr gut überwintert. Die Zwergtamarillo, da weiß ich nicht genau, ob da wieder was frisch rauskommt oder nicht. Die werde ich auf jeden Fall nochmal gießen. Da unten, das ist Pita Biringai, die scheint tot zu sein. Das hier ist der Mate-Tee, der scheint halbwegs überlebt zu haben, da muss ich mal sehen. Werde ich auf jeden Fall, habe ich Hoffnung. Und das ist die Feige. Und die Feige hat sogar noch die Dinger hier dran. Nun frage ich mich natürlich, können die jetzt noch reifen?
weil die ja dran gewesen sind, die sind auch relativ fest noch dran, können die jetzt weiter reifen, sodass ich tatsächlich reife Feigen hier ernten kann. Wenn ihr Bescheid wisst, sagt Bescheid. Ja. Hier unten, das ist Stevia, die ist tot. Und na, bei dem bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Das ist Cissus quadringularis. Ob das überlebt oder nicht, das werde ich dann sehen. Ich habe jetzt hier gerade noch eine Möhre aus dem anderen Hochbett geerntet. Da sind jetzt so weiße Sachen dran. Heißt das, wenn ich die jetzt drin lassen würde, dann würde daraus sich ein Möhrenfeld ergeben. Das heißt, dass hier jetzt sozusagen neue Möhren dann hochkommen oder sowas. Oder was sind diese weißen Sachen? Was wird dann, wenn ich die drin lassen würde? Weil ich habe hier noch eine drin und da überlege ich, die jetzt so drin zu lassen, um sich sozusagen dann sich hier vielleicht ein Möhrenfeld bildet oder so. Keine Ahnung. Wisst ihr, was das ist, das Weiße? So, ich will mal rausbekommen, was das jetzt hier, was aus dem Weißen wird. Und deswegen, bei mir im Garten, weiß ich da nicht so richtig Platz hier. Da habe ich jetzt hier einen Garten gewählt, der von jemandem, der nicht so häufig in seinen Garten geht. Und bei dem werde ich jetzt ein Loch graben und werde die dann die Möhre hier einpflanzen und schauen, ob sich daraus ein Möhrenbeet entwickelt. Das wird dem gar nicht so auffallen, weil der, wie gesagt, eh kaum in seinen Garten geht. Und wenn er dann mal in den Garten geht, dann wird er sicherlich nicht sich an meiner Möhre vergreifen. Und dann lasse ich die jetzt einfach mal jetzt hier ein paar Jahre wachsen und dann schaue ich, ob sich da was entwickelt. So. Ja, ich war jetzt hier gerade bei Gartendehner und habe mir Pflanzen geholt, die ich sozusagen nicht als Samen vorrätig habe, die ich aber gerne pflanzen würde. Und zwar sind das Spinat, rote Beete, Stangensellerie und Petersilie. Und die alle habe ich mir jetzt geholt, die werde ich jetzt einpflanzen, das sind wieder viel zu viele. Ich habe kaum Platz in meinem Garten jetzt irgendwie, weil ich habe, was ich alles machen will. Aber ich probiere es halt trotzdem, mal gucken, ob ich zwischen irgendwelche Rosen noch Spinat hinkriege oder so. Ich werde es gleich sehen. So, jetzt werde ich die Zwergtamarillo mal ein bisschen beschneiden. Weiß zwar nicht, ob das richtig ist, aber irgendwie habe ich gelesen, wenn man schneidet, dann tut sich vielleicht auch wieder neu was bilden und entsprechend ja, probieren wir es einfach mal. Hier lasse ich mal die Krone, falls es doch falsch ist zu schneiden. Den Rest schneide ich ein bisschen ab. So, bin mal gespannt, ob die überwintert, ob das dann was wird oder nicht. So, das sind jetzt die drei, wo ich denke, dass die im Winter nicht geschafft haben. Die werde ich einfach noch mal hinstellen, ein bisschen gießen, mal ein paar Wochen warten und dann wegschmeißen. Ja, meine Feige habe ich jetzt wieder rausgestellt. Ich denke mal, dass da jetzt eigentlich kein Frost mehr kommen sollte. Und entsprechend, ja, ich bin mal gespannt, ob die Feigen sozusagen noch nachreifen. Oder ob die überhaupt weiter reifen. Vielleicht brauchst du ja nicht nachzureifen, sondern reifen weiter. So, nachdem hier quasi mein Fotolackbeet ist, Thymian, und dort wie eine Petersilie, mache ich jetzt hier noch eine Petersilie, dort den kriechenden Sellerie und dort die Sedanina. Diese da nie nachher hin. Die und die und die, also die sind auch relativ winterhart. Also alles hier ist eigentlich auch immer gleichbleibend. Das heißt, sollte alles winterhart sein und soll alles da bleiben. So, jetzt hier in meinem Vorgarten habe ich den ewigen Kohl gepflanzt. Das heißt, das ist ein Kohl, der immer wieder kommt. Und ja, den habe ich hier gepflanzt. Und dann hier vorne, hier, das ist der Szechuan-Pfeffer. Der, also die Pflanze hier. Und der Pfeffer ist eigentlich kein Pfeffer, sondern gehört eher zu einer anderen Gruppe. Aber das ist da, wo der Szechuan-Pfeffer geerntet wird. Und ich bin mal gespannt, der soll winterhart in Europa sein. Wir werden das sehen. So, hier unten habe ich jetzt dieses Gaoben hingemacht. Und das Loch werde ich jetzt erstmal wieder zugraben, hier wo der Baum war. So, hier werde ich keinen neuen Baum hinmachen, sondern den werde ich irgendwann mal da hinten hinmachen. Also das ist mir egal, auf jeden Fall habe ich jetzt hier 12 rote Beetpflanzen hingemacht. Und die werde ich jetzt angießen. Ja, und dann habe ich das erste schon drin. Da muss ich nur noch einen Sellerie gucken, wo ich den hinmache. Also so Staudensellerie und den Spinat. So, hier habe ich jetzt den Staudensellerie reingemacht. 12 Pflanzen. Und damit hoffe ich gleich das Problem zu erledigen, dass die Blumen immer nachwachsen, weil der Staudensellerie hoffentlich etwas kräftiger ist. Hier im Hochbeet habe ich einen neuen Spinatpflanzen. Und dann habe ich nochmal Spinat hier unten hingemacht, einfach so auf den Boden mal hingeknallt, mal sehen, ob das was wird. So, dort wo der Stock steht, da ist jetzt hier eine Reihe Erbsen.